Willkommen in der Juli-Sendung von XenoTV. 15 Minuten vollgepackt mit Wissen, Kultur und sonstigen Quatsch. XenoTV. Ja, und wer sich jetzt fragt, wer für diesen Quatsch hier eigentlich verantwortlich war, es waren Armin und Simon, Gewinner von Talk to Your Crowd. Am Campus Media Day, ein Tag, an dem Medieninteressierte die Möglichkeit hatten, aktiv in eine Medienproduktion reinzuschnuppern, konnten Armin und Simon ihr Talent als Moderatoren unter Beweis stellen. In Kooperation mit der Medienschule Babelsberg berichten wir unter anderem über die Belitzer Heilstätten, einer der größten Krankenhauskomplexe Berlins. Was auf den ersten Anhieb vielleicht etwas düster wirkt, wird dafür umso interessanter, wenn man erstmal die Geschichte dahinter kennt. In der Zeit des 19. Jahrhunderts wurde hier sehr stark gegen die Infektionskrankheit Tuberkulose gekämpft. Aber auch viele andere Patienten konnten hier einen Schutz finden. In der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs verwandelten sich die Heilstätten in ein großes Verwundetenlazarett des Militärs. Aber was davon ist noch übrig geblieben? Unser Plan ist, das gesamte Gebäude der Chirurgie wieder in Betrieb zu nehmen. Das heißt, als erstes wird jetzt bis 2018 werden alle Gebäude höhlensaniert, nennt man das. Das heißt, wir werden die Dächer dicht machen, wir werden Fenster und Türen wieder instand setzen und wir werden die Fassaden so weit sanieren, dass sie da mal nicht weiter abblättern. Also wir möchten jetzt nicht den Charme dieser Geschichte, die einfach zeigen, die Gebäude. Wir haben ja Gesicht entwickelt im Laufe der Jahre. Das wollen wir nicht wegwaschen und überschminken, sondern es soll so bleiben, wie es ist, soweit es eben nicht weiter das Gebäude zerstört. Also was abblättert, muss natürlich irgendwo beseitigt werden und eventuell muss einiges ausgetauscht werden. Aber es soll den Charme des Alten behalten. Ich sage also morbide, sage ich sehr ungern, weil morbide ist für mich ein negativer Ausdruck. Deswegen, das ist so der Charme des Alten einfach. Und dann kommt in der Chirurgie eben diese besondere Nutzung noch dazu, die man dann erlebt. Und dann wird natürlich der Fahrstuhl, um auf diesen Entreebereich mal zu kommen, eine ganz wichtige Rolle spielen. Der Fahrstuhl wird natürlich saniert und auch da spricht der Denkmal ein ganz großes Wort mit. Und wir wollen die Optik, soweit es eben für eine moderne Nutzung möglich ist, erhalten. Und er soll natürlich die oberen Etagen behindertengerecht und kinderwagengerecht erschließen. Jeder Besucher, der hierher kommt, unterstützt natürlich mit seinem Eintritt hier auf alle Fälle die weitere Entwicklung und setzt auch ein Zeichen, dass das eben gewollt ist. Und was ganz wichtig ist, dass wir auch sehen, es wird angenommen, die Menschen mögen, was wir hier tun. Und das ist uns sehr wichtig. Also wir sind hier angetreten, nicht weil wir hier mit Sturkopf irgendwas durchsetzen wollten, sondern wir wollen den Menschen hier dieses fantastische Gelände erlebbar machen und zeigen, was hier vor über 100 Jahren sich Menschen ausgedacht haben und in welcher Perfektion hier geplant worden ist. Und das muss man einfach begeistern. Also es nimmt auch die Menschen mit hier, absolut. Belitz Heilstätten ist nicht umsonst einer der begehrtesten Lost Places gewesen, eben weil das Gelände eben diesen tollen Atem der Geschichte hat, der so faszinierend ist. Wenn ihr also nochmal persönlich in die Geschichte der Belitzer Heilstätten eintauchen möchtet und euch zeitgleich vielleicht für den Wiederaufbau einsetzen wollt, dann holt euch jetzt die Tickets für die Besichtigung. Wieso sich was ausdenken, wenn die Realität doch genug Themen bereithält, über die man schreiben und filmen kann? Das sind die Worte von Laura Ahns, Regisseurin und Journalistin aus Berlin. In den letzten zwei Sendungen konntet ihr schon einiges über ihren Film Vergessen in Tschogo erfahren. Aber wie genau war ihre Herangehensweise? Und wie denkt Laura über den Umgang der Medien mit politischen Themen? Wir würden gerne die Egoisi-Soup nehmen. Egoisi? Ja, genau. Wir würden zu zweit teilen. Okay, ja. Danke. Du bist auch in Afrika und hast da deinen Film gedreht über die
afrikanischen Flüchtlinge. Warum Filme über Flüchtlinge in Afrika, wenn wir doch so viele in Europa haben? Ich meine, dass es weniger, dass weniger Berichterstattung über die anderen Flüchtlinge stattfindet, weil es einfach für uns Europäer scheinbar nicht relevant ist. Hm. Ja. Ja, ich habe nämlich auch, als ich deinen Film gesehen habe, dachte ich auch so, krass, ich weiß überhaupt nichts darüber und eigentlich kriegt man hier wirklich nur, aber wirklich auch zurzeit nur von diesen Flüchtlingen, die nach Europa kommen, mit. Aber es ist doch irgendwie so eine, so ein Wendepunkt irgendwann gewesen, dass eben von eher in der negativ konnotierten Meinung eher so zum Positiven, dieses Willkommenskultur und so. Aber glaubst du jetzt, die Medien können eben durch eine positivere Berichterstattung die Meinung in der Gesellschaft so lenken? Weil ich habe eher den Eindruck, dass Leute halt einfach Angst haben. Sozusagen überhaupt kritisch irgendwas zu äußern. Ja, das stimmt schon und das ist auch nicht richtig, das sehe ich schon so, aber ich finde, es lag da wahrscheinlich auch, da muss man auch die Medien wieder so ein bisschen kritisieren, so Köln Hauptbahnhof, das kam erst später raus und das war mit Absicht vertuscht und dann fangen vielleicht viele Leute, die halt Angst haben, auch an zu zweifeln, so warum ist das so, warum wird sowas vertuscht, warum wird nicht offen mit uns geredet und da haben sie ja auch irgendwo recht, finde ich. Fufa ist mit Maniok. Ja. Genau. Gut, Dankeschön. Knetet es so. Mhm. Dann macht man da so einen, mit dem Daumen so ein Loch und dann kannst du es in die Soße und damit so rausschaufeln. Mhm. Und dann im Mund. Fertig. Man merkt ja auch in deinem Film, dass es irgendwie so ein bisschen perspektivlos ist für die Leute dort. Ja. Was würdest du dir denn wünschen, wie könnte man irgendwie dieses Problem am besten so angehen, um das zu lösen, damit die Leute da irgendwie den Lauf bekommen und so nach vorne blicken können? Ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man trotzdem versucht, das zu erklären, dass das sehr wichtig ist, dass die Kinder in die Schule gehen müssen und dass sie eine Ausbildung bekommen, weil irgendwann oder irgendwie weiß man ja nicht, gibt es vielleicht doch mal die Möglichkeit für die Kinder, irgendwie einen Job zu bekommen. Aber natürlich ist es ein sehr komplexes Problem und man dafür gibt es, wenn ich die Lösung hätte, wie man die Armut abschafft, dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr hier, sondern müsste, ja, dann wäre ich schon dabei, das umzusetzen. Kulturwissenschaftsstudierende der Humboldt-Universität haben letztes Semester einige filmische Beiträge in Verbindung mit dem MIZ Babelsberg gefilmt. Unter anderem wurden Themen wie Sicherheit, Schutz, Grenzen und Überwachung unter experimentellen dokumentarischen Ansatz gedreht. جينا لهون على أمل نبني مستقبل جديد ليحقق بس رجعنا على وطننا إن شاء الله نحسن نبني وطننا مرة ثانية ونبني مستقبل اللي نحن ضاع بسبب الحرب. Weil alles ist immer daraufhin ausgelegt, so viel wie möglich von der Geschichte und von diesem Alten zu lassen, aber so weit wie möglich dahin zu gehen, um es wieder erlebbar
und ablesbar machen. Und manchmal gibt es eine kleine Annäherung zum perfekten Punkt. So. Das ist ein Fenster zu ja, einem früheren oder originalen Dasein. Ne? So. Deswegen glaube ich auch vielleicht auch die Bezeichnung Fenster, dass man da hindurchschauen kann oder das andere drumherum weggenommen hat, also aufgemacht hat sozusagen, die Oberfläche mit den ganzen vielen anderen Schichten und mit der Geschichte, die eben mal da drüber liegt. Genauso wie in der Patina oder sowas. Ne? Ja, das nennen wir Sichtfenster. Und dann kann man es auch wieder schließen, ein Zeitfenster. Wie kann es sein, dass man sich da hinsetzt und darüber redet, ob eine Figur schwarz besetzt wird oder nicht? Weil, was bedeutet das denn? Kippen die Kinder um, wenn eine Figur jetzt auf einmal schwarz ist? Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die Produktion, Produzenten und Redakteure, die sich damit auseinandersetzen müssen. Die gucken müssen, was für eine Art von Wirklichkeit wollen wir denn darstellen. Und ich glaube, da ist oft das Problem, dass vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen diese ganzen Redakteure meiner Meinung nach so ein bisschen fernab von der Realität leben. Also von der meiner Wahrheit sozusagen. Wenn man jetzt zum Beispiel Berlin nimmt oder Hamburg oder Köln, die Städte, die auch Multikulti sind und bunt sind. Also da fragt man auch sich oft, für wen werden die Geschichten denn erzählt? Also wenn schon wieder Geschichten erzählt werden, werden die nur für Weiße erzählt? Warum gibt es noch nicht mal Komparsen im Hintergrund, wo man sieht, warum sind das immer nur Weiße? Vorteil ist natürlich, dass, sagen wir mal so, dass wenn Schwarze gesucht werden, in irgendwelchen Produktionen, werde ich garantiert angerufen. Hundertprozentig. Also wenn mein Typ gebraucht wird im Fernsehen oder auf der Bühne, bin ich sozusagen mal auf der Shortlist. So, das ist mein Vorteil. Grundsätzlich habe ich erstmal Lust, einfach schöne, interessante Rollen zu spielen, die ich erfüllen oder ausfüllen darf, an denen ich arbeiten kann, an denen ich selber wachse, beziehungsweise die Herausforderungen sind. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es dann nicht nur ausschließlich Rollen sind, die mit meiner Hautfarbe zu tun hat oder dass ich nur deswegen besetzt würde. Also ich würde sagen, ich wünsche mir einfach, dass ich mich neuen Herausforderungen gegenübergestellt sehe, dass ich natürlich auch gerne größere Rollen spielen will, auch gerne meine Hauptrolle spielen will. Also ich glaube, das wünscht sich wahrscheinlich jeder Schauspieler. Und wenn wir in einer idealen Welt leben würden, dann wäre es letztendlich egal, ob ich jetzt besetzt werde, weil ich schwarz bin, um eine Figur zu spielen, die schwarz ist, oder ob ich einfach eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Rolle spielen darf. Weil es ist jetzt nicht so, aber ich versuche, glaube ich, bei allem, was ich mache, trotzdem meine ganze Energie, meine ganze Kraft, mein ganzes Können reinzugeben und einfach gut zu sein. Hiermit verabschiede ich mich und bedanke mich bei Armin und Simon. Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Xenon TV.